Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Let's Play Witcher 3. Und ich suche gerade meine Uhr, die ich immer einschalte, um zu sehen, wann die 20 Minuten um sind. Moment, die ist noch schon am Wohnzimmer. Ich hol die mal. Ich drücke nicht erst Pause. Pech gehabt. Moment, Moment. Hab sie. So. Eingeschalten, sehr gut. Und ich glaube, die Batterie geht langsam zu Neige, weil die Zahlen sind nur noch sehr schwer zu erkennen. Aber es müsste au noch gehen. Das Au kam, weil ich mir gestern meinen Hals leicht verrenkt habe, beziehungsweise irgendeinen Nerv eingeklemmt. Und wenn ich mich jetzt merkwürdig bewege, dann macht's au. So, aber ich glaube, jetzt will erstmal unser Vampirfreund reden, deswegen bin ich mal ruhig. Die richtige Bestechung auszupacken. Mhm, das habe ich gesehen. Oh, wir haben fast keine Tränke mehr, sehe ich gerade, aber ich habe jetzt keinen Bock hier zu rasten. Jetzt redet er wohl nicht mehr, oder was? Oh. Da ist die rote Tür, die der Schuhputzer erwähnt hat. War ich schon? Jetzt. Irgendwas. Ich hab das Gefühl, irgendwas stimmt mit meinem... Ne, jetzt stimmt's wieder, okay. War nur leicht am Lecken, aber jetzt geht's wieder. So, was wollte ich jetzt machen? Hier reingehen. Geh in den Spielzeugladen. Ich bin gespannt. Kommen wir das nur so vor? Das sind die Schwerter irgendwie größer geworden. Die sind immer so krass rausgeragt. Höher als der Kopf. Also die klingen. Aber das ist, die sind halt so lange, damit man sie auch mit zwei Händen führen kann. Naja, egal. Bin gespannt. Hauptquest, meine Freunde. Hauptquest. Rührt sich nicht. Ich muss hier aufbrechen. Dann kannst du dich auch mit einer Trommel auf die Straße stellen und brüllen, Detlef, ich komme! Etwas mehr Finesse. Ich flehe dich an. Was schlägst du denn vor? Augenblick mal eben. Nicht schlecht. Schon mal überlegt, Einbrecher zu werden? Da wäre diese Fähigkeit äußerst nützlich. Ich habe es kurz erwogen, aber ich kam zu dem Schluss, dass es mir zu langweilig wäre. Komm. Oh, ich wäre so gerne auch so ein Vampir, ey. Unglaublich, was die für eine Kraft haben. Was die für Mächte mitbringen. Aber gut, kommen ja auch aus einer anderen Dimension. Ist er hier? Spürst du ihn? Nein, er ist nicht hier. Er war es aber vor kurzem. Sein Geruch ist noch stark. Sehen wir uns um. Reden Sie jetzt weiter? Ja, nein. Also ich habe mich gerade gefragt, ob man am Ende wohl entscheiden muss, ob der Vampir, den man verfolgt, der glaube ich Detlef heißt, und jetzt machen wir die Fackel an, lange. Ja, der Vampir, den man verfolgt, der ja Detlef heißt, ich frage mich, ob man am Ende darüber entscheiden muss, ob er stirbt oder weiterlebt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so kommt. Und momentan tendiere ich zu sterben, aber es würde mich nicht wundern, wenn die dann wieder irgendwelche Twists einbauen, dass es einem sehr, sehr schwer fällt zu entscheiden, was passiert. Und ich mich am Ende dann doch eher fürs Leben lassen entscheide. Da bin ich ja eher so der Freund von. Räumungsbefehl. Räumungsbescheid. Aufgrund der Nichtzahlung der Miete für die Ladenräumlichkeiten ordnet das Verwaltungsgericht von Beauclair an, dass der Mieter Alric de Saint den Laden innerhalb von 7 Tagen zu räumen hat. Tut er dies nicht, wird eine Gefängnisstrafe über den Schuldner verhängt. Der Länge wird vom Schuldnergericht festgesetzt. Vogt Victor Lamaire. Naschwerk, Toffee, ja, ich nehme das Essen mal mit. Halt, Färbezeug ist immer so viel wert. Ein altes Spielzeug. Nutzlos. Schade. Das hat mal jemandem Spaß gemacht. Was ist denn daran schade, wenn es mal benutzt wurde, weil es nicht mehr benutzt wird, oder was? Brief an den Ladeninhaber. Lieber Ladenmeister, ich wünsche mir
schon ganz lange ein Spielzeug. Mama weint immer und sagt, wir haben kein Geld. Papa wird wütend, wenn ich ihn frage, wenn er welches verdient. Einmal hat er mich fast geschlagen. Meine Freunde haben so schöne Spielsachen. Laura hat einen Teddy und Michelle hat eine Puppe mit goldenen Haaren. Nee, mit goldenen Haaren, die man ganz echt kämmen kann. Ich fürchte, ich werde nie ein Spielzeug haben. Darum schreibe ich dir, Ladenmeister. Ich wollte dir schon lange schreiben, aber ich konnte ja noch nicht schreiben. Sehr geil. Jetzt kann ich es. Wenn du ein die kann aber schon sehr gut schreiben. Wie alt ist sie denn jetzt? 18? Wenn du ein schönes Spielzeug hast, das die anderen Kinder nicht wollen, möchte mich ich gern darum kümmern. Okay, Schreibfehler. Krass, aber wenn man sich überlegt, wie viel verdammter Text hier in diesem Spiel ist, gibt es echt verdammt wenige Schreibfehler, oder? Also, klar, mittlerweile gibt es ja irgendwelche Programme, die zumindest die Rechtschreibfehler kontrollieren, ne? Muss man nicht mehr per Hand und sowas machen. Aber halt solche Fehler wie hier, dass Worte vertauscht sind, möchte mich ich gerne darum kümmern, müsste natürlich heißen, möchte ich mich gerne darum kümmern. Das heißt, mich und ich ist vertauscht. Und es ist erstaunlich, wie selten solche Fehler hier drin vorkommen. Das ist jetzt gerade der erste, an den ich mich erinnere. Ich glaube, es gab schon mal irgendeinen Fehler, aber da weiß ich nicht mehr was. Und das jetzt hier, interessant. Es wird bestimmt glücklich mit mir sein. Bitte lach mich nicht aus. Ich bin noch klein, aber ich weiß schon, dass Spielzeuge nicht lebendig sind. Nur in der Fantasie. Aber das ist mir egal. Ich würde es sehr lieben. Ach, das macht mich irgendwie fast ein bisschen traurig. Ich würde mir gefallen, hier zu erfahren, dass diese Isa ihr Spielzeug bekommen hat. Halt, was war das? Neulich erst repariert worden. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Warum? Rohes Kupfererz. Vogelfeder, da musste man doch bei Witcher 2 von solchen blöden Harpien, müsste man solche Federn besorgen, das weiß ich noch. Gehen wir auf den Dachboden. Glühendes Erz. Na, und das sucht die hier noch? Keine Spur im Staub. Das ist noch nicht lange her. Niedliches Dingelchen. Dingelchen, hab ich auch nicht gehört. Also als Wort. Manchmal glaube ich, ich ende wie eins dieser Spielzeuge. Im Schrank? Gibt irgendwie nicht so viel Sinn. Sie hängen denn hier das überall. Das ist also sein Nest. Sehen wir uns um. Sie hängen denn da überall auf der Treppe diese. Ach, es fällt mir der Name nicht ein. Wie heißen die denn noch, die Puppen? Ah, oh, wie heißen denn die Puppen an den Fäden dran? Oh! Jetzt fällt der Name nicht ein. Puppen an Fäden, das ist der Name nicht. Verdammt! Wie ist denn der Name? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann fällt es mir wieder ein. Oh, verdächtiger Brief. Was ist das? Van der Eretein, du weißt nicht, wer wir sind, aber wir wissen, was du bist. Wir kennen außerdem deine Schwäche für eine Frau, die Renavet genannt wird. Du sollst dieses wissen. Wir ketten sie an und lassen sie von Ratten fressen. Wir ziehen ihr die Haut ab. Es sei denn, du rettest sie. Du musst nach Beauclair gehen und dort 5 Männer so töten, wie wir es dir sagen. Dies musst du innerhalb von 3 Tagen schaffen. Wenn du scheiterst, wird der nächste Brief einen Finger deiner Geliebten enthalten. Na bitte. Der Beweis, dass Detlef nicht aus eigenem Antrieb tötet. Er wird erpresst. Ah, jetzt macht das alles schon Sinn, weil jetzt wird es auf jeden Fall nicht so kommen, dass wir ihn töten werden. Falls wir überhaupt noch die Möglichkeit dazu finden werden. Und es geht jetzt darum zu finden, oder rauszufinden, wer ihn erpresst. Wobei es schon krass ist, oder? Dass so ein mächtiger Vampir erpresst werden kann und dann der dann das macht, obwohl die ja so mächtig sind, ne? Also es ist. Aber wenn er halt den Erpresser nicht findet und die Person, die er liebt, in den Fängen des Erpressers ist, was soll er machen? Dann nützen ihm seine ganzen Mächte nichts. Aber ich weiß nicht, ich hätte trotzdem versucht. Naja, egal. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Hat Detlef Feinde? Hin und wieder macht er sich welche, aber sie leben nie sehr lange. Einer ist ihm vielleicht entwischt. Theoretisch möglich, aber ich wüsste von keinem. Er müsste teuflisch waghalsig sein. Das weißt du ja jetzt, wo du Detlef kennst. Wer immer es ist eine neue Figur. Eine neue Figur? Wer ist Renavet? Seine einstige Geliebte. Die einzige Menschenfrau, der er je verbunden war. Sie akzeptierte ihn. Mit ihrer Hilfe fand er seinen Platz in einer feindlichen Welt. Sie begann mit der Arbeit, die ich fortzuführen trachte. Hast du sie kennengelernt? Leider nicht.
Sie hat ihn verlassen, bevor er mich rettete. Wobei er stets sagte, sie gelte als vermisst. Was kann ihr zugestoßen sein? Warum glaubte er, sie gelte als vermisst? Wie kam er zu der Auffassung? Gab es entsprechende Anzeichen? Nicht, dass ich wüsste. Anscheinend ist sie eines Tages mitsamt ihren Habseligkeiten verschwunden. Das wäre bei einer Entführung ungewöhnlich. Ich neige eher zu der Auffassung, dass sie freiwillig gegangen ist. Vielleicht war er in Zorn geraten und sie hatte seine monströse Seite gesehen. Tetlaff will nicht wahrhaben, dass sie ihn verlassen hat. Ist das so schwer zu glauben? Kennst du niemanden, der damit Schwierigkeiten hatte? Und Detlaff ist noch viel emotionaler als die meisten Menschen. Er hat sie nicht nur geliebt, sondern sie war ein Rudelmitglied für ihn. Und sein Rudel verlässt man nicht freiwillig. Rudelmitglied? Jetzt sind Vampire wohl plötzlich Wölfe. Hat Detlaff nicht nach ihr gesucht? Wenn sie doch so wichtig ist? Höheren Vampiren stehen ja einige Methoden zu Gebote. Es hätte doch ganz einfach für ihn sein müssen. Geralt, wie du zutreffend bemerkst, sind wir Vampire, keine Wundertäter. Natürlich hat er sie gesucht, monatelang. Aber Renavet kannte ihn zu gut. Sie hat ihre Spuren verwischt und ihm keine Möglichkeit gelassen, sie zu finden. Renavet mag ihn ja verlassen haben, aber nun ist sie doch offenbar tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz so aus. Schwer zu sagen, wozu er bereit ist, um sie zu befreien. Zum Töten ist er offenkundig bereit. Das wärst du für Yennefer auch. Sie bedeutet ihm sehr viel. Im Gegensatz zu denen, die er getötet hat. Ja, ich verstehe. Er will ein Weibchen aus seinem Rudel retten. Genau. Also erpresst ihn jemand, das wissen wir jetzt. Aber wir wissen nicht wer. Wir müssen weitersuchen. Also, ich würde auf jeden Fall niemanden Unschuldiges für Yennefer umbringen. Eigentlich für niemanden so. Also, versteht ihr, was ich meine? Also, ich meine jetzt nicht im realen Leben, das sowieso nicht, aber ich meine jetzt hier an Geralts Stelle. Einfach weil, keine Ahnung, das ist nicht der Charakter von Geralt. Und ich würde es anders versuchen, ganz einfach. Schöne Melodie. Oh ja, ich weiß nicht warum, aber sie erinnert mich an zu Hause, an unsere wahre Heimat vor der Sphärenkonjunktion. Regis, ich muss nur mal den Namen von ihm merken. Regis, das Regis. Das Werkzeug wurde neulich benutzt. Entspannt sich Detlaff zwischen den Morden, indem er Spielzeug repariert? Bitte, Geralt, muss das sein? Hä, was war daran jetzt schlimm? Hä? Verstehe ich nicht. War da überhaupt nichts Schlimmes, oder? Briefe mit Zielen für das Biest. Sieh mal, Papierstreifen mit Namen drauf. Graf Crespi, Graf du Lac, Milton de Peyrac-Peyron, Graf de la Croix. Detlaffs Opfer, samt und sonders. Aber das ist nicht seine Handschrift. Offenbar aus derselben Feder wie der Brief. Alles mit der gleichen Tinte verfasst. Siehst du die Farbe? Die Tinte enthält Cinnabarit, ein seltenes Mineral. Man findet es eigentlich nur in Nazair. Aber das heißt nicht viel. Jeder kann solche Tinte importieren. Stimmt, trotzdem sollten wir es im Hinterkopf behalten. Schau, dieser Zettel hat Flecken. Wein. Das gibt auch nicht viel her. Erst recht nicht in Beauclair. Vielleicht nicht. Trotzdem sollten wir auch das im Hinterkopf behalten. Okay, Weinflecken und Nazair-Tinte im Hinterkopf behalten. Ich möchte wissen, wer ihn erpresst. Warum das? Regis, jemand entführt die Geliebte eines Vampirs. Das ist schon dreist. Jetzt zwingt er den Vampir zum Töten, von dem du sagst, dass er kein Mörder ist. Die Erpresser sind Profis, besondere Leute. Scharfsinnig. Wo ich drüber nachdenke, frage ich mich, ob es nicht einer von euch ist? Noch ein Vampir? Genau. Die Sache wird interessant.
Es ist nur eine Theorie. Ich würde mich nicht drauf verlassen, ehe wir nicht mehr wissen. Da hast du recht. Fassen wir zusammen, was wir wissen. Offenbar wird Detlaff erpresst. Jemand hat ihm die Namen seiner Opfer übermittelt. Alle mit derselben Tinte aus Nazair verfasst. Und nicht in seiner Handschrift. Das ist nicht viel. Aber genug, um Detlaffs Unschuld zu beweisen. Eindeutig. Hä? Welche Unschuld? Er hat die doch trotzdem umgebracht. Aber ich bin jetzt trotzdem verstimmt, weil... Also, unschuldig im Sinne von, er wurde erpresst, okay, aber nur weil man erpresst wird, hat man halt nicht das Recht, andere Leute umzubringen, ne? Aber ich weiß, was er damit meint, mit dem unschuldig, deswegen stimme ich mal zu. Das stimmt. Detlaff wird manipuliert. Irgendein Irrer benutzt ihn als Waffe, um Leute umzubringen. Es sieht so aus. Aber daraus ergibt sich eine Vorgehensweise für uns. Wir müssen Renavet finden. Dann haben der oder die Irren Detlaff nicht mehr in der Hand. Kein schlechter Einfall. Hm. Könnte einen Versuch wert sein, aber was ist mit Detlaff? Der tötet doch weiter, solange ich seine Geliebte suche. Tut er nicht. Ich überzeuge ihn, dass du ein Freund bist, der helfen will und dass er sich ruhig verhalten muss. Ich warte hier auf ihn. Er wird schon nicht so lange ausbleiben. Denkst du, er hört dir zu? Das wird er. Vielleicht sollte ich mit dir warten. Nein, das riecht er eine Meile gegen den Wind. Dann kommt er nicht. Ich bleibe besser allein. Hier musst du mir vertrauen. Gut, ich muss ohnehin der Herzogin Bericht erstatten. Tu das. Wir warten hier auf dich, Detlaff und ich. Ach Mist, jetzt kann ich die anderen Sachen gar nicht mehr angucken. Hier lag doch noch anderes Zeug rum. Ach Mist, hätte ich nur... Ach nee, es war oben. Vielleicht liegt sie noch. Oh, neue Stufe. Wie heißt denn nur diese verdammten Puppen hier? Ich weiß es nicht mehr. Ja, hier lagen noch andere Sachen rum, die ich jetzt nicht mehr anschauen kann, wie es aussieht. Ach, das ist ärgerlich. Hier lag noch ein Schwert rum und sowas. Fuck, ich sollte immer zuletzt die roten Sachen anschauen, damit ich halt die extra Sachen mir auch anschauen kann. Okay, dazu sagt er nichts. Ja, aber wie gesagt, das andere, was hier rumlag, schade. Egal, gehen wir jetzt trotzdem. Berichte der Herzogin von deiner Jagd nach dem Biest. Ach, da müssen wir jetzt hin, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist Nacht geworden. Gut, es ging ja auch lang. Schlägereien. Will mich gar nicht schlagen, aber ich will eigentlich erstmal gucken, was jetzt hier so das nächste ist. Wo sind wir denn? Okay, das ist da oben. Sprich mit dem Hofmeister von... Vielleicht gehen wir erstmal dahin. Ich meine, es ist das letzte Nebenquest. Die zwei sind hier erstmal egal, die Quint-Nebenquests. Schatzsuchen gibt's halt noch. Drei Stück auch nur noch. Nur noch drei Schatzsuchen in Tussar. Die können wir also auch eigentlich auch machen. Also, ja, würde ich sagen. Sind die hier irgendwo in der Nähe, durch Zufall? Finde alle Schema. Gehe zur Höhle, in der sich Majoran 1 aufhielt. Geh zur Höhle mit der verborgenen Kapelle. Das ist da drüben. Ach egal, ich will jetzt... ich meine, ich muss eh irgendwo hin schnell reisen. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt hier dahin laufen. Deswegen mache ich jetzt erstmal das mit dem Kobo zu Hause. Ist am schönsten. Da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Das heißt, wir müssen zu einem Schnellreisepunkt... Stock und Peitsche für die Aufführung. Fragezeichen haben wir ja auch keine mehr. Bitter, traurig, tragisch, aber egal. Haben wir noch irgendwo nicht aufgelöstes Fragezeichen, weil es damals zu schwer war? Kann das sein? Ich guck gerade mal. Höhleneingänge bleiben immer so weiß, ne? Ja. Also ich sehe nichts. Krass. Das heißt, wir haben hier in Tussar wirklich alle Fragezeichen geklärt. Das haben wir bisher noch nicht gemacht gehabt. Also das haben wir in Novigrad und so nicht gemacht. Da gab es zwei, drei Sachen, wo wir auch nicht nochmal hinsehen. Naja, egal, komm. Keine Zeit verschwenden, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob es noch so viel gibt, was wir jetzt erneuern können bei unserem Anwesen. Wir haben jetzt wirklich schon viel reingesteckt. Wir müssten einen Haufen Kohle haben.
67.000, okay. Ach, was haben wir denn eigentlich gewichtmäßig? Müssen wir wieder was verkaufen? Na, nicht schlecht, ne? Egal. Das können wir gar nicht genießen, wie es aussieht, weil es mitten in der Nacht ist und wir nicht so viel sehen, aber egal. Kann sein, dass ich gerade sehr oft egal oder aber egal, egal, bla 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 sag. Denke schon. War das schon immer so, diese geile Tafel? Ich glaube nicht. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Jetzt kannst du die Schönheit des Weinguts in vollen Zügen genießen. Verzeih bitte meine Dreistigkeit, Herr. Aber ich denke, da die ganzen Arbeiten an Corvo Bianco abgeschlossen sind und das Anwesen schöner denn je aussieht, sollten wir des Augenblicks gedenken. Sicher, warum nicht? Während der Aufräumarbeiten vor der Renovierung habe ich eine Flasche Sepremento gefunden, Jahrgang 1250. Ich weiß nicht, durch welches Wunder sie überlebt hat. Ich denke, heute wäre ein guter Grund, sie zu öffnen. Hey! Und dann ist er direkt ins Publikum gerannt, mit brennendem Strauß in der Hand. Alle dachten, das würde zur Vorführung gehören und haben gelacht. Auch als die Kulisse Feuer fing. Erst als die Flammen an Baron Marifkins Bart leckten, merkten die Leute, dass etwas nicht stimmte und löschten das Feuer. Das klingt ja so, als hätten Monsieur Boulius und Madame Nina hier erstklassige Bälle veranstaltet. Das stimmt. In dieser Hinsicht war Baron Rossell etwas zurückhaltender. Erzähl mir, Barnabas Basilius, wie sieht es hier mit Wein aus? Kann ich dieses Jahr Wein keltern? Ich fürchte dieses Jahr nicht, Herr. Letzten Herbst hat ein Pilz alle Reben zerstört. Baron Rossell hat neue Reben pflanzen lassen, aber es wird dauern, bis sie tragen. Wenn der Pilz natürlich nicht wieder auftaucht. Das wäre schade. Dieser Sepremento lässt mich träumen. Er ist erstklassig. Nicht wahr, oder? Erlaube mir, dass ich nachschenke, Herr. Bitte sehr. Danke. Hat er überhaupt eine Glas in der Hand? Und warum hatten der Haushälter nichts in der Hand? Aber ich fand's geil, dass... ein paar Stunden später da stand und jetzt ist es halt Morgengrauen, was einfach komplett passt. Wir sind mitten in der Nacht gekommen und die haben jetzt halt einfach getrunken und geredet bis in den Morgengrauen. So stimmig, so geil. Unglaublich nice. Ach, und er ist eingepennt, weil er doch ein bisschen zu viel getrunken hat, aber hier steht kein einziges Glas. Ah, zwei Becher stehen da. Wir haben als Becher getrunken? What the fuck? Ja, das war's. Krass, wir haben es komplett abgeschlossen, oder? Ne, es war mal wieder der falsche Knopf. Wir haben es wirklich komplett abgeschlossen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber ich wollte noch mal mich innen umgucken. Haben wir vielleicht ein paar Sachen, die wir noch ablegen können? Aber wir haben noch Rüstung. Die Rüstung brauche ich halt eh nicht. Es sind Rotzrüstungen, die würde ich sowieso nur verkaufen. Ach, man kann direkt mehrere Sachen... Ach, man kann eine ganze Rüstung hinstellen. Wie geil ist das denn? Was sagt mir das denn keiner? Nice. Und vor allem sieht es richtig cool aus. Hier sind halt zwei ganze Rüstungen und in der Mitte ist halt meine eigene. Nur für oben rum. Sehr geil. Echt viel Essen. Ich hoffe, das wird nicht schlecht, meine Freunde. Ach, und hier. Dieses hässliche Bild von Ciri. Aber weil sie halt meine Patentochter ist, hat sie trotzdem diesen speziellen Platz bekommen. Auch wenn es super hässlich aussieht. So, Schwerter, Army... Techna Mutner Stahlschwert, auf jeden Fall. Rechenmeister. Moment mal, wir müssen uns im Army nochmal angucken. Warum nehmen wir das nicht, dieses Army? Ist... Es ist stärker als... Das andere. Ich denke mal, auch wenn es komplett repariert ist. Hä? Habe ich denn das her? Warum habe ich das nicht verwendet?
verstehe ich gerade nicht so richtig. Oh, wir überziehen gerade total, sehe ich gerade. Deswegen liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Muss ich das anlegen, um es reparieren zu können? Tatsache. Euer Paxis, ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal.